Und das ist Frau Sommer, die Lehrerin. Sie mahnt die Kinder. Seid still und sitzt gerade. Das ist die Tafel, so schwarz wie Ruß. Und das eine Schnecke mit juckendem Fuß. Die Schnecke dort, was für ein Spaß. Die Lehrerin wird erst rot und dann blass. Stopp. Sehen Sie, sie macht eine Spur. Und das ist die silbrige Schneckenschriftschnur. Seht nur, seht, was auf der Tafel steht. Rette den Wal! Schnell, wir müssen den Wal retten! Die Kinder rennen schnell zum Strand. Rufen die Feuerwehr? Der arme Wal, er tut mir leid. Und graben im Sand. Sie spritzen und sprühen aus ihrem Schlauch und wässern und kühlen den Buckelwalbauch. Ersehnte Flut. Die Leute am Strand schreien. Und der Wal und die Schneck, hier schwimmen sie weg. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Gut. Auf Wiedersehen! Bis bald! Oh, wir brauchen doch nur eine Angelschnur. Hinter Hecken singen Käfer, Bienen, Schnecken glücklich wie noch nie zuvor mit den Kröten laut im Chor. Dieser Wurm mit Superkraft ist ein Held, der alles schafft. Superwurm, der Superheld! Ist der tollste Wurm der Welt! Nichts kann ihn umhauen! Nicht mal ein Sturm! Hip, hip, hurra für Superwurm! Superwurm! Die große, böse Maus.
Eines Nachts schläft der Gryffalo wie ein Bär. Sein Kind aber langweilt sich so sehr. Es fühlt sich stark, es fühlt sich gut. Es schleicht aus der Höhle, voller Mut. Oh. Der Schnee stürmt wild und kalt wie der Wind. Hinaus in den Wald geht das Gryffalo-Kind. Schnaubte los, so stark es ging. Und kam in solchen Taumel, dass sein Flügel Feuer fing. Da kam das Mädchen wieder. Was? Oh je. Hast du dich verbrannt? Willst du für deinen Flügel einen hübschen Wundverband? Zock. Auf und davon er flog. Ein weißes Band flog hinterdrein, wie ein Zickzack durch die Lüfte zog. Nun füllt sie ihren Kessel voll. Und sagt zu den anderen: Ich schaff's nicht allein. Wenn's gut werden soll, werft auch etwas rein. Eine Blume, einen Zapfen, einen Zweig, einen Knochen. Alles kochen. Die Hexe rührt im Zauberbrei und sagt den Zauberspruch dabei. Schwuppdiwupp, Kartoffelsupp, Abracadabra und Ei der Daus. Was kommt heraus?
Ein super toller Besenstiel. Der allertollste Hexenbesen. So ist noch nie ein Besen gewesen. Ein super Luxus-Hexengefährt. Bewundernswert. Ja. Ruft die Hexe. Hopp und los. Die Welt ist schön. Die Welt ist groß. Am schönsten aber ist das Fliegen. Achtung, fertig, aufgestiegen!